Kopf tut weh. Tut immer noch weh. Soll ich Puste, Puste machen? Wo tut's weh? Tut's da weh? Ja? Hi. Ich war die ganze Zeit überlegen, ob ich heute vloggen soll oder nicht. Ich dachte, ich filme jetzt einfach mal. Ob ich es dann benutze, werdet ihr dann sehen. Werdet ihr sehen oder auch eben nicht. Soll ich auf, zu? Auf, zu. Auf, zu. Auf, zu. Auf, zu. Auf, zu. Ich mach gar nichts, ne? Das ist nur sie. Ich will auch auf, zu. Auf, zu. Mach mal bei ihr. Ah, bei Mone. Mone will auch auf, zu. Ja. Zu, auf, 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 zu. Als wäre ich jetzt so voll die Stalkerin, so die ihren Blog gemacht. ja. Nee, ich wollte ihm eigentlich noch was sagen, aber ihr kommt nicht mehr vor die Kamera. Richtig cool, die beiden haben jetzt so eine Überwachungskamera für zu Hause. Und jetzt sehen wir alles, was zu Hause passiert. Ja. Und Kobe ist gerade nach Hause gekommen. Man kann sich einfach mit ihm reden. Er soll mal in die Kamera kommen, damit ich dir was sagen kann, aber ich sehe ihn so nicht. Krass erschrecken, wenn ich zu Hause bin. Auf einmal gibt es so eine Stimme. Ich würde mich auch so erschrecken heute. Sie so eben, Schatz, lass die Pringles in Ruhe. Ja, er ist in die Süßigkeiten-Schublade gegangen. Ja, wo ist er denn? Ich höre hier doch irgendwas. Die Kirchenglocken. Er war doch gerade eben noch. Schatz, bist du noch zu Hause? Ja. Und du kannst da allein hoch, das weiß ich ganz genau. So, ich steck doch erstmal hier drauf. So, und dann hoch. Genau. Ja. Hast du ein Klettermax? Weißt du, wie oft ich hier auf dem Tisch sitze? Ich hab deine Haare, Alter, ne? Krass, da. Und jetzt ein Zopf sind die sogar noch. Kurz. Mach mal auf. Alter, zu heftig. What the fuck? What the fuck? Aber ich will, dass das so auch dann noch ein bisschen länger wird. Zu krank. So? Ich bin so, ich freue mich schon so krass darauf, so eine richtig schöne Hochzeitsfrisur mit so richtig langen Haaren. Warum sind die so lang? Glaub, warum sind meine nicht so lang? Weil du sie abgeschnitten hast. Meine würden auch so nicht so lang werden. Ich bin aber tatsächlich dann am überlegen, ob ich sie nach der Hochzeit kurz schneide. Also auf der einen Seite würde ich es eigentlich nicht, weil sie jetzt endlich mal so lang sind. Aber auf der anderen Seite habe ich voll Bock auf kurze Haare. Ja, aber erst nicht ein bisschen weniger wiege, weil mein Gesicht ist zu... für kurze Haare. Diese Leggings, so süß, Alter. So bin ich früher immer rumgelaufen. Mit 16. Everyday Leggings Day. Ich höre, es ist so krass, wenn ich jetzt überlege, dass ich ein paar Tage 21 werde. That's so crazy. Oder? Wann bist du endlich... What the f... Invisible? Invisible Bubble? Invisible Bubble? Also, Mohn ist heute aus einem bestimmten Grund da, denn ich brauchte unbedingt ihre Hilfe. Sie hat den Müllbeutel nicht aus dem Mülleimer bekommen. Genau, und deswegen habe ich ihr vor zwei oder drei Tagen? Ja, vor drei Tagen. Vor drei Tagen geschrieben, du Mohn, ich brauche deine Hilfe, ich krieg den Müllbeutel nicht aus dem Mülleimer. Nein, steckt er da drei Tage fest, ich genau. Stinkt schon so eklig nach genau. Müll. Da habe ich natürlich tatkräftige Unterstützung geleistet. Spaß. Nein, also Schatz, falls du das Video hier guckst, abschalten. Genau. Wenn nicht, dann sagen wir den selben Spruch wie damals, als wir uns kennengelernt haben, ne? Also, ich schätze mal, was ist jetzt nicht mehr da. Und zwar habe ich zwei Brautkleider bestellt, die ich gesehen habe und wollte sie unbedingt anprobieren. Ich möchte auch immer noch im Brautladen gehen, weil ich die Erfahrung machen möchte. Aber ich habe halt keinen Bock, so mega viel Geld für ein Brautkleid auszugeben. Was ich dann im Endeffekt nur diesen einen Tag trage. Und ich habe halt viel mehr Bock, mehr Budget für andere Sachen zu haben. So, das heißt, ich habe eigentlich keinen Bock mehr als 1000 Euro für ein Kleid auszugeben. Und habe halt Kleider gesehen, zwei Kleider, die ich mega cool finde. Und habe die bestellt. Und ich brauchte halt unbedingt Mode. Oh ja, super. Ja, super. Ich
brauchte unbedingt Mones Meinung. Und das sieht so schön aus. Darf ich das einblenden? Ja. Dass im Film passt? Okay, dann seht da ihr jetzt. Ich auch dann, also das bitte sind ja meine Aufnahmen, nicht die habe ich hier produziert. Die würde ich dann gerne geltlich ausge... Was? Ich habe keine Ahnung, was du mir sagen willst. Blend die in die Dinger, meine Liebe. Okay, dann seht ihr jetzt Mones Reaktion auf die zwei Kleider. Ja. I'm so excited, Leute. I'm so excited. Du, du. And I just can't hide it. Du, du. I'm so good. Ich weiß nicht, was die da sagen. Ja, nicht. Ich bin so aufgeregt. Und ja, das heißt, ich werde euch das Hochzeitskleid natürlich nicht zeigen, aber ihr werdet meine Reaktion darauf sehen. Und ja. Ah! Ich bin voll aufgeregt. So. Du siehst hübsch aus. Aber ich glaube, mir persönlich ist es zu viel Glitzer. Ich hätte es, glaube ich, nur hier oben. Aber du siehst voll schön. Soll ich dir einmal sagen, was so mein Gedanke ist? Dass ich für hier drüber noch einen Chillrock. Ja, dann ist das voll schön. So. Also nicht so viel, aber und darunter eventuell noch so einen Reifrock. Ist das schön? Ich würde es nicht so gerne zeigen, Leute. Das sieht schön aus. Okay. Ja. Okay. Das ist auch schön. Dann dreh dich mal. Das ist halt jetzt nicht komplett. Aber das finde ich vom Rücken schöner. Ist das dicker, ne? Ja. Oh Leute, ich hätte es so gezeigt. Jetzt ist die Frage, welches? Ja, erstmal, also tendenziell ja, welches, beziehungsweise ob generell eins von den beiden. Mhm. Aber ich würde auch mega gerne erzählen, wann wir heiraten. Mhm. Und auch so das Datum, was dahinter steckt, aber... Ich will es halt auch nicht sagen, weil das ist voll creepy. Das ist echt creepy. Aber wir wissen wann und wo. Es ist schon witzig eigentlich, wenn man ehrlich ist. Das Datum? Nee, es ist witzig und schön. Mhm. Das denken schon alle 11.11. wegen witzig. Wieso 11.11? Das checken nur die Kölner. Ja, das stimmt auch wieder. Es ist aber nicht der 11.11, das wäre auch viel zu kalt. Ja, ich hätte auch keinen Bock, am 11.11. zu haben. Sie ist voll gemein gegen alle, die am 11.11. gehabt haben. Aber ja, 11.11. ist richtig schön. Nee, also es ist nicht so kalt an unserer Hochzeit. Nee, aber auch nicht so warm, ne? Und ich kann auch... Ich kann euch nachher auch einmal die Save the Day Karten zeigen, die sind nämlich fertig. Allerdings ohne Datum. Ich habe schon die erste bekommen. Ja, sie ist die... Oder die beiden sind die allerersten, die jetzt eine Karte bekommen haben. Einfach, weil wir uns jetzt gerade sehen, wenn ich keinen Bock habe, noch mehr Porte zu bezahlen. 70 Cent bin ich dir dann wohl nicht mehr. Naja, das Ding ist ja, wir müssen ja, ich glaube, irgendwie so 40 Einladungen schicken. Und... Also, Save the Deck-Karten. Ja. 40 mal 70 Cent. Sag, dann schreib einfach alle an, Leute, holt euch die Karten einfach hier bei uns zu Hause. Ja. Dann kommen wir, sollst du sie auch abholen. Plus, eine muss nach Amerika und eine muss nach Costa Rica. Und das ist noch teurer. Ja, da sind die beiden. Da sind die beiden. Nochmal schnell. Nochmal schnell. Muss ich ja die fahren jetzt. Und dann kannst du ins Bettchen, weil du bist schon ganz müde, ne? So, mach sie, sag mal, winke, winke. Der Vater kommt winke, hier. Winke. Wie zu. Aber ich muss auch Tschüss sagen. Oh, tschüss. Wie ihr gerade gesehen habt, sind Mone und Juli jetzt wieder weg. Es ist immer irgendwie so viel zu kurz, aber es ist immer so schön, sie zu sehen. Und es ist auch einfach immer so mega lustig, weil wir so gerne in alten Erinnerungen schwelgen. Ja, wir kennen uns jetzt schon so lange und es wird einfach nicht langweilig mit ihr. Ich liebe es einfach. Und Emma ist direkt oben im Kinderwagen eingeschlafen. Ich habe sie dann direkt ins Bett gelegt, jetzt schläft sie. Und ich sitze jetzt einfach auf der Couch, genieße die Ruhe, weil sie die letzten Tage mittags nicht so gut geschlafen hat. Teilweise nur so 10 Minuten.
Deswegen genieße ich das jetzt, die Zeit, in der sie schläft. Und chill einfach eine Runde, denn hier sieht es gut aus. Ich habe eben noch so ein paar Spielsachen weggeräumt, aber die Bude ist geputzt. Alles ist weggeräumt vom Frühstücken. Und ja, es sind echt so diese Momente, die man als Mama auf jeden Fall echt genießt. Schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Mama seid und solche Momente auch ab und zu einfach mal genießt, auf der Couch zu sitzen und nichts zu tun. Die kleine Maus ist jetzt wieder wach. Und sie hat echt, ich glaube anderthalb Stunden, vielleicht sogar was länger geschlafen. Super! Super, Spatze. Hast du ganz toll gemacht.